Heute mache ich 4 Portionen Lauch-Schinkenauflauf mit Tomaten. Nach Weight Watchers hat eine Portion 5 Punkte. Heute brauche ich Scheiben und die möglichst fein. Dafür gebe ich in eine Küchenmaschine zuerst eine Zwiebel und schneide sie ganz fein und anschließend noch eine Stange Porree. Jetzt muss beides angeschwitzt werden, dafür gebe ich zuerst einen Teelöffel Öl in den Mixtopf und anschließend den Lauch und die Zwiebeln dazu. Jetzt muss alles 5 Minuten bei Varoma Stufe 1 bis 2 angeschwitzt werden. Der Lauch fällt inzwischen zusammen und dann gebe ich dazu 45 Gramm getrocknete Tomaten in Stücke geschnitten und eine Dose stückige Tomaten, das sind ca. 370 Gramm. Presse noch 2 Knoblauchzehen mit rein. Mit 120 Gramm Wasser wird alles noch aufgefüllt. Jetzt wird das Ganze noch mit Salz gewürzt. Und zum Einkochen brauchen wir jetzt 25 Minuten Varoma Stufe 1 und den Glasichtdeckel setze ich ein bisschen schräg, damit die Flüssigkeit verdampfen kann. Zur eingekochten Masse gebe ich jetzt 130 Gramm magere Schinkenwürfel und erwärme diese nochmal eine Minute bei 100 Grad und Stufe 1. Inzwischen schneide ich 500 Gramm Kartoffeln in etwas dickere Scheiben und gebe in die gefettete Auflaufform die eingekochte Masse und schichte dann die Kartoffeln darauf. Diesen Vorgang wiederhole ich so lange, bis ich zum Abschluss eine Schicht Kartoffeln noch oben drauf habe. Inzwischen wird der Ofen vorgeheizt bei 220 Grad Ober- und Unterhitze. Auf die Kartoffeln gebe ich jetzt noch 50 Gramm geriebenen Parmesan und decke alles mit Alufolie nochmal ab. Dann geht der Auflauf für 40 Minuten auf die mittlere Schiene. Nach 40 Minuten kommt die Alufolie ab und es muss nochmal 10 Minuten nachgebacken werden. Wie immer findet ihr das Rezept unter perabellasblogspot.de. Guten Appetit!